So, moin meine lieben Blogger, heute wieder mal einem ganz anderen Video. Mir wurde ja bei YouTube hier das Mathe-Genie Jonas vorgeschlagen, Little Big Stars mit Thomas Gottschalk. Das hat eins wahrscheinlich irgendwie eine neue Sendung oder so, vielleicht gibt es ja auch schon länger, keine Ahnung, ich glaube das Video ist auch schon 2 Jahre alt. Wie auch immer, mir wurde es vorgeschlagen und ich interessiere mich eigentlich ja, so ein bisschen für Mathe, als hätte Mathe LK, aber naja, keine Ahnung, warum mir das vorgeschlagen wurde. Gut. Ich habe mir das einfach angeguckt und konnte ja auch machen. Das ist eigentlich ganz unterhaltsam. Am Anfang hat das Video einen sehr hohen Grinch-Level, weil die Eltern irgendwie noch dabei sind und ja, schaut selbst. Naja, egal. Ich skippe einfach mal rein an die Stelle, die mich hier interessiert. Es geht darum, dass der Junge hier, der soll hier eine Wurzel aus einer sehr großen Zahl ziehen. Ich versuche mal hier die Stelle. Hier ist es doch. So, der soll hier aus der 874.225 die Wurzel ziehen. So, da gucken wir jetzt einfach mal rein. Ich glaube, noch ein bisschen weiter vor. Jonas, zieh bitte die Wurzel aus Genau. 874.225. Oh, gut. Jetzt für die Kleineren. Irgendeine Zahl mit sich selbst multipliziert ergibt diese Zahl. Glaubst du, da hast sie? Ja. Dann komme ich, pass auf, 3 mal 0 lege ich vor. Also, ja. 1, 2, 3 und jetzt kommst du. Geht auf. Oh. Oh. Also das Mädchen da gerade, das bin auf jeden Fall ich, zu dem Zeitpunkt gewesen und dachte mir so, what the fuck? Also einmal wusste ich nicht, wie man die Wurzel aus so einer großen Zahl zieht und einmal ging das irgendwie schon ein bisschen schnell. Und ja, gucken wir, warten wir mal auf die Auflösung. So, komm. Wir werfen jetzt erstmal Schokolade durch die Gegend, bla bla. Schokolademünzen. So, jetzt pass auf, jetzt erklärst du mir, was das Ergebnis ist. Also, Ja. wir hatten dich gefragt nach der Wurzel aus 874.225. Die richtige Zahl hat den Safe geöffnet. Wie war die Zahl? 935. Richtig. So. So, also 3 Ziffern. Thomas Gottschalk hat die ersten 3 Ziffern gemacht, er hat die nächsten 3 Ziffern gemacht. Jetzt erstmal eine Sache, die muss nicht unbedingt gefaked sein, aber ich gehe mal davon aus. Die kam mir auf jeden Fall schon sehr komisch vor. Gucken wir mal hier, wo er den Safe öffnet. Und hören mal auf die Piepser. Ich bin ganz ruhig. Hört mal auf die Piepser und zählt mit. Es müssten ja eigentlich 6 Piepser sein bei 6 Zahlen. Geht auf. Also Moment. Hier nochmal die. Thomas Gottschalk fängt ja an. Vor 1, 2, 3 und jetzt kommst du. Geht Es waren auf. 4. Es waren. Oh. Habt ihr es gehört, dass es war 1, 2, 3, Bibi, Doppelpiepser. Kann sein, dass das der Öffnungspiepser war, dachte ich mir zuerst. Aber hört genau hin, da kommt noch ein Öffnungspiepser. Moment. Geht auf. Da war eben noch ein Oh. Öffnungspiepser. Okay, kann vielleicht auch ein Doppelöffnungspiepser sein, wie auch immer. Egal, das war jetzt nur nebenher gesagt. Es ist aber auch interessant, dass man nicht sieht, wie er die Ziffern eingibt. Das finde ich auch sehr interessant. Ich habe halt versucht, irgendwie rauszufinden, sieht man vielleicht irgendwo das Ergebnis? Unabhängig davon, dass das am Ende sagt. Und auch das Rechnungsergebnis wurde ja nicht vollständig gezeigt. Es wurde nur dieser Zwischenweg gezeigt. So, und mich hat auch einfach interessiert, wie ich es ausrechne. Da habe ich einfach mal gegoogelt, Wurzel ziehen aus großen Zahlen. Da kam ich aufs schriftliche Wurzel ziehen. Ist eigentlich nicht so schwer. Hier gibt es ein Video von einem coolen YouTuber, der das ziemlich gut erklärt. Am Anfang ist es ein bisschen schwer zu verstehen, aber er wiederholt das dann wieder so ein bisschen. Dann versteht man es eigentlich ziemlich gut. Also echt zu empfehlen. Wenn es interessiert. Und dann habe ich es einfach mal selbst gerechnet. Ne? Ich blende euch meinen Lösungsweg einfach mal hier ein. Ich werde den jetzt nicht genau erklären, weil es, glaube ich, schwierig zu erklären ist. Das ist eigentlich wie schriftliches Teilen. Sieht so ähnlich aus, aber hat noch ein paar Eigenarten, dass man so ein bisschen ja, merkwürdig multiplizieren muss. Guckt euch einfach das Video dazu an von einem anderen YouTuber. Der erklärt das sicher besser als ich. So, und ich hatte ja, wie man sieht, ich habe dasselbe Ergebnis raus, 935, aber was mich stutzig gemacht hat, war der Lösungsweg.
Ihr seht hier, ich zeige euch einfach mal seinen Lösungsweg. Man sieht ja kurz seinen Lösungsweg und zeige euch parallel dazu meinen. Dann seht ihr, glaube ich, den Unterschied. Er hat auf jeden Fall dasselbe Verfahren angewandt. So, hier fängt er an zu rechnen. Nice. Moment, Moment, Moment. Na. Irgendeine So, da Zahl fängt er an zu rechnen. Und seht ihr bei mir oben die 9, die alleine steht. Die schreibt er jetzt wird auch sich dahin. selbst Die hat er multiplizieren. gerade dahin geschrieben. Also er macht dasselbe Verfahren. Multipliziert ergibt diese Zahl. Seht es vielleicht nochmal kurz. So, sieht genauso aus. Die 81 unter der 87. Dann kommt hier die 64. Und darunter schreibt er irgendwie eine 32. Das finde ich ein bisschen komisch. Weil bei mir steht eine 549. Ja, keine Ahnung. Also es sieht, ich weiß nicht, wie er von der, mit der 32 da irgendwie weiterkommen will. Also es macht für mich absolut keinen Sinn. Zumindest nicht, wenn er das schriftliche Wurzelziehen macht. Vielleicht hat er dann eine ganz eigene Methode entwickelt, aber ich vermute mal sehr stark, dass man, also das löst man mit dem schriftlichen Wurzelziehen, soweit ich jetzt weiß. Ich vermute, dass er sich da einfach verrechnet hat und dass die, ja, keine Ahnung, es war wahrscheinlich egal, was er da eingibt in den Safe und die haben es einfach so freigeschaltet und ja, keine Ahnung, also ich glaube, es ist, also ich, meine persönliche Meinung ist, ich glaube, dass das Fake ist und dass er sich da verrechnet hat, ist ja auch nicht schlimm, kann passieren, aber ja, ich mag es nicht, wenn in einer Fernsehshow so getan wird, als ob und dann. Ja, ich fand es auf jeden Fall interessant, das einfach mal aufzudecken und ich habe versucht herauszufinden, ob es. Ob man vielleicht sieht, nochmal am Ende das Ergebnis, das wäre halt spannend gewesen, wenn man jetzt den ganzen Lösungsweg gesehen hätte. Oder wenn man gesehen hätte, wie er das zumindest in den Safe eingibt. Aber wieder noch und deswegen, ja, es wirkt so, als wenn es versucht worden wäre zu verschleiern, dass er es falsch gerechnet hat und so gute Miene zum bösen Spiel. Na gut, ist auch ein Kind so, keine Ahnung, ich kann es verstehen. Ein Schuhgeschäft. Aber ja, ich denke, es wurde gefaked. Das wollte ich einfach mal aufdecken. Und ja, ich fand es einfach das Thema interessant. Und das war es auch schon. Abgevloggt. Ich hoffe, das neue Format hat euch gefallen. Warum rede ich eigentlich in letzter Zeit immer nach dem Abgevloggt noch weiter? Abgevloggt.